Moin und willkommen zur Godslayer Arena Demo. War es eine Demo? Ja, ich glaube, es war eine Demo. Ein weiterer Autobattler, den ich bisher noch nicht angezockt habe. Hier oben steht es Add to Wishlist. Wir werden jetzt einfach mal gemeinsam reinschauen. Und was haben wir denn hier? Okay, die beiden kann man eh nicht auswählen in der Demo, es geht nur er hier. Und man kann auch nur dort rein. Okay. Wir machen mal mit Tutorial. Auch wenn die ganzen Autobattler mehr oder weniger gleich sind, aber. Schauen wir mal. Die Spell Reserve, okay. Jetzt suchen wir die hier oben aus, oder was? Wie viel habe ich denn? Das sind doch bestimmt oben die Kosten. Ich glaube, das ist ganz cool. Mal rein. Was, wenn das der alles alleine macht? Durch und killt die Gegner. Also ist hier eher so ein bisschen mit Set-Building und so weiter. Also man kann den nur aufwerten, wenn man eben noch zwei weitere von dem gleichen hat. Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ja, ich bin mir jetzt tatsächlich unsicher. Reaver Twilight. Twilight. Wir nehmen mal das. Vielleicht gibt es einen Bonus dadurch. Sieht so aus. Also, ja. Ja. Wir marschieren rein. Man kann auch gar nichts während der Zeit machen, ne? Halt nur zugucken. Genau, da sind die Trades, das sind dann nur noch Sets. Hier, wenn wieder ein Platz frei, dann nehmen wir doch mal das hier. Ja, ich guck noch mal, habe eh keinen Platz mehr.
immer noch unschlüssig, ob ich das cool finde oder nicht. Was ist das hier für ein Vieh, was da mal auftaucht? Ist das von mir? Nö. Ah ja, select an item. Sagt mir das alles nicht so zu. Nehmen wir mal das. Das brauche ich alles nicht. Und das brauche ich leider auch nicht. Executioner. Okay, das bringt mir tatsächlich was. Lebenspunkte regenerieren sich auch wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher auch schon so war oder ob das jetzt nur von meinem Helm kommt. Also nicht. Also bisher wirkt das halt auch sehr, sehr easy. Das brauche ich alles nicht. Immer noch sehr einfach. Okay. Jetzt suchen wir also aus, wo es weitergeht. Wir gehen mal in die Wüste.
Gut. Okay. Da sind Tier 3 Zaubern. Ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen. Ach, verdammt. Ich habe jetzt den genommen. Ah, brauche ich aber 3 für. Den Necromancer. Immer noch wieder was Neues. Eigentlich bräuchte ich ja dieses hier. Wunderbar. Ist das auch gelevelt? Wo sehe ich das? Dann den Punkt da unten wahrscheinlich, ne? Zählt das jetzt eigentlich immer noch als beziehungsweise 3 Reaver. Na, schwer zu sagen. Scheinbar nicht. Hier steht 2 und ich habe eigentlich ja den und den. Wir lassen das mal so. Gucken mal, was passiert. Das ist dieses Viech, was hier immer auftaucht, der da. Okay. Nehmen wir diese ganzen Nekrosachen mit.
wir das erstmal raus und nehmen dafür dieses hier. Da müsste eigentlich das hier raus. Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Bringt ja eh aktuell noch nichts. So, jetzt stehen einige der gefallenen Gegner wieder auf und kämpfen für mich. Komischerweise sehen die immer alle gleich aus, egal was für ein Gegner stirbt. Ein neues Item. Nehmen wir den Bogen. Keine Ahnung, was das macht. Ich pack's mal da rein. Also. Können natürlich hier jetzt auch erstmal gucken. Ein paar Sachen einsammeln. Okay, und das brauche ich alles nicht. Ja, jetzt tun wir uns langsam schwerer. Nehmen wir wieder Erfahrung. So, damit haben wir das nächste Zweier-Schwert. Ach, man sieht es nicht nur in dem Punkt, sondern auch der Hintergrund ist leicht silber. Okay, der spielt also einen nach dem anderen ab. Deswegen ist auch die Reihenfolge relevant, wie man es hier unten platziert. Oh, wie der Mana-Ort, der springt. Den hier lässt er aus.
Gehen wir in den Wald oder gehen wir in den Wald? Eigentlich hätte ich das Ding mitnehmen müssen. Das ist höherwertiger. Warum ist der hier immer geblockt? Hier sind doch schon so ein paar Sachen, wo man echt drauf achten muss, auch wenn man sich die Dinge hier durchliest. Ne? Also der Spell hier, der bringt ja beispielsweise auch dem nächstgelegenen Buff-Spell, den ich habe, 2 Mana pro Sekunde. Attack, Passive, 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 Attack. Attack habe ich nicht mal. Also macht das Ding wahrscheinlich nicht mal Sinn. Okay, das Ding können wir jetzt upgraden. Area Spells habe ich nicht. Eigentlich müsste das Ding doch noch ganz links, oder? Ich habe auch alles mindestens einmal. Ne, hier unten gibt es noch einen, den ich nicht habe. Einen Trade. Ach, die wollen doch alle nicht.
Okay, das ist ein Elite-Gegner. Da ist gerade ein goldener Schädel. Hast du die gesehen? Aber gut, da ist ein lilaner Schädel, weiß ich auch nicht, was das heißt. Ein neues Item. Bräuchte auch nochmal, was das macht. Ich habe doch irgendeinen Teil gehabt. Ein Buff-Spell, genau. Steht das denn auch als Buff-Spell da, oder? Reaver. Okay, den mal da unten reinmachen. Wieso ist denn der jetzt erst bei 3? Oder wie verstehe ich das mit der 3? Dass 3 verschiedene Zauber sind, oder? Ist das jemand? Ist natürlich nur ein Tier 1 Zauber, den ich hier aufwerfe. Geht er aber wahrscheinlich deutlich schneller als die anderen. Ich nehme jetzt mal das. Buff. Hier steht nicht als Buff-Spell, sondern es steht einfach Buff. Er selber ist ein Buff. Hätte ich vielleicht auch daran sehen können. Ich nehme einfach mal mit. Noch habe ich ja reichlich Platz. Okay, das ist. Ding hat einfach 3 Trades. Den nehmen wir nochmal mit.
Ding hat auch 3D, dann wahrscheinlich auch, ne? So, ist das jetzt schon voll hier unten? Oder passt da noch was hin? Ja, ein Vierer. Das passt natürlich besser dazu. Ein Necro-Item wollte ich noch. Eins, zwei, drei, vier. Meine Lebenspunkte gerade. Das ist neu für mich. Was passiert denn hier? Ein Leben ist weg. Wir gehen nochmal in die Wüste. Kann ich den jetzt nehmen? Ich habe scheinbar keinen Platz mehr, aber genau, es wertet sofort auf. Ah, ich hätte das Ding nehmen können. Oh ne, der war ja besser. Jetzt brauche ich doch alles nicht. Na gut. Oh, das Leben geht schon wieder runter. Jetzt wird es langsam schwer. Okay, gerade noch so geschafft. Das Ding habe ich noch nicht. So, jetzt haben wir das auf 5. Bessere Gegner wiederbeleben. Und wie soll man das auf 10 kriegen, wenn das nur bei der unterschiedlichen geht? Kein Platz.
Ja, jetzt sind ein paar größere Verbündete. Ist auch gleich viel einfacher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich nehme eindeutig nicht ganz so viel Schaden. So, jetzt muss da aber mal was Passendes kommen. Also das brauche ich eigentlich. Dann schmeiße ich das mal wieder weg. Oh, da ist das Schwert gewesen. Dann nehmen wir das jetzt. Ich brauche nichts davon. Nichts. Gibt's da nicht. Nö, nö, nö. Machen wir mal mit. Traurig. Wenn wir die noch schneller machen, ne? Das wohl das Ergebnis ist von Diablo. Ein Kind zeugt mit einem Autobattler. Kommt dann sowas bei raus? Demo-Ending. Na super. Tja.
Haben wir durchgespielt beim ersten Versuch. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr euch da freut, ob ihr das haben möchtet. Auch was ihr von der Mechanik haltet, dass man im Grunde gar nichts selber macht, außer Kombos zu sammeln. Ich meine, da steckt sicher eine Menge Potenzial drin, wenn man sich das jetzt alles genau durchgelesen hätte, die ganzen Synergien da drin erkennt dann auch dadurch. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in einem weiteren Video. Bis dann. Ciao.